Hallo, Dennis hier. Ich bin Deutscher und das bedeutet, dass ich manche Videos auch auf Deutsch rausbringen sollte. Point-and-Click-Adventures habe ich eigentlich schon immer geliebt und spiele sie seit der Grundschule. Also gibt's hier meine Top 12 Point-and-Click-Adventures aller Zeiten. Dass diese Liste meine persönliche Liste ist, muss ich ja nicht extra betonen. Und wenn irgendein Spiel nicht in der Liste vorkommt, dann gehört's einfach nicht zu meinen Lieblings-Adventures. Final Fantasy wird hier wie gewohnt nicht vertreten sein. Rechts von diesem Video gibt's aber sicher irgendeine super tolle Top-Liste, in der auch ein Final Fantasy-Titel vorkommt. Und ansonsten geht's jetzt los. Nummer 12. Vollgas. Was ich an diesem Spiel am meisten mag, sind die Atmosphäre und die Inszenierung. Ich finde, man kann ruhig von Inszenierung sprechen. Mehr als bei allen anderen Adventures hat man hier echt das Gefühl, einen rauen, grimmigen Action-Road-Movie aus den 70ern zu sehen. Das Spiel macht richtig Laune, hat aber zwei Schwachpunkte. Erstens, es ist viel zu kurz. Ich habe mal einen Speedrun gemacht und habe nicht mal 20 Minuten gebraucht. Zweitens, es gibt nicht gerade viele Rätsel und die, die es gibt, sind extrem actionorientiert. Was zwar zu ein paar guten Ideen führt, wie dem Demolition Derby, aber insgesamt fühlt es sich an einigen Stellen nicht wie ein klassisches Point-and-Click-Adventure an. Darum nur Platz 12 für Vollgas. Nummer 11. Black Mirror. Nachdem Baphomets Fluch so ein riesiger Hit war, gab es hunderte von Spielen, die auf der Welle mitreiten wollten. Black Mirror ist eines der wenigen Spiele, das das Gefühl des ersten Baphomets Fluch erfolgreich aufleben lässt, ohne es wirklich kopieren zu wollen. Es hat eine intensive Handlung mit einigen cleveren Wendungen. Die Rätsel sind durchweg originell und logisch und auch der Held ist nicht der strahlende Stereotyp. Oh nein, ganz sicher nicht. Das Spiel schafft es, eine dunkle und gruselige Atmosphäre zu erzeugen, ohne auf allzu heftige Schockeffekte zurückzugreifen. Alleine das Location Design gibt dem Spieler das ständige Gefühl, dass irgendwas Dunkles vor sich geht. Wenn ihr Baphomets Fluch mochtet, Black Mirror aber noch nicht probiert habt, dann solltet ihr das dringend nachholen. Nummer 10. Quest for Glory 4 Shadows of Darkness. Oh, allein dieser Titelbildschirm verschafft mir eine Gänsehaut, denn ich weiß, was sich hinter diesem Spiel verbirgt. Entgegen den ersten drei Teilen ist dieser hier weniger lustig, sondern vielmehr düster, gruselig und super böse angelegt. Es ist ein erfolgreicher Mix aus Ost-RPG und Point-and-Click-Adventure. Ich finde aber, es gibt genug Rätsel, um es rein gewissens in so eine Liste führen zu können. Was ich total toll an diesem Spiel finde, ist, dass die Handlung sehr linear ist, der Weg dorthin aber viele Freiheiten gewährt. Als Adventure allein mag das Spiel nur so lala sein, aber die Story, die Charaktere und die finstere Atmosphäre machen dieses Spiel zu einem großartigen Machwerk. Auch wenn man trainingsbedingt manchmal nur im Wald steht und Steine wirft. Oh yeah. Nummer 9. Grim Fandango. Dieses Spiel würde deutlich weiter oben stehen, hätte es eine vernünftige Steuerung. Okay, es kam zu einer Zeit raus, in der 3D-Grafik fast ein Muss war. In diesem Fall hat LucasArts aber mit dem Versuch, das beliebte Spielprinzip in die dritte Dimension zu bringen, versagt. Das Gameplay war echt mies und aus heutiger Sicht sehen die Charaktere aus wie ausgeschissene eckige Klötze mit hässlichen Skins. Das ist super schade, denn Grim Fandango hat neben starken Rätseln vor allem eine ungewöhnlich tiefe, fast schon epische Story. Der Protagonist Manny ist sehr sympathisch und die Gegenspieler besitzen sehr viel Charisma. Ich bin mir sicher, wenn man das Spiel im Stil von zum Beispiel Monkey Island 3 gemacht hätte, wäre es ein unerreichbares Megaspiel der obersten Klasse geworden. Es bleibt ein tolles Spiel, das meiner Meinung nach sehr viel besser hätte sein können. Nummer 8. Loom. Ich weiß, es gibt viele Leute, die dieses Spiel hassen. Ich hingegen liebe es. Ich habe nur die EGA-Version gespielt und meiner Meinung nach hat gerade diese Version eine der besten Grafiken der Videospielgeschichte. Es entsteht ein einzigartiger Look, der einfach wunderschön ist. Tschaikowskis Schwanensee wurde ebenfalls sehr gut auf Adlib übertragen. Aber was mir am besten gefällt, ist das innovative Konzept, Musik als Steuerung zu verwenden, was viele Möglichkeiten eröffnet. Leider schöpft Loom diese Möglichkeiten nicht voll aus. Trotzdem, ich liebe das Spiel für seinen grafischen Stil und die klasse Atmosphäre. Leider ist es etwas kurz und man hätte aus dem Konzept mehr machen können. Loom landet auf Platz 8, bleibt aber ein großartiger Kultklassiker.
Nummer 7. Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Okay, könnte es überhaupt eine Liste mit großartigen Adventures geben, ohne einen einzigen Teil der Monkey Island Serie? Ich weiß, der erste Teil ist der eigentliche Kultklassiker. Dennoch gefällt mir der zweite Teil besser. Ich finde, er hat die besseren Rätsel, die schöneren Locations und irgendwie auch den besseren Humor. Kein Thema, das Ende ist dämlich, aber wen juckt, solange der Rest des Spiels Spaß macht, und das tut er. Versteht mich nicht falsch, den ersten Teil finde ich auch gut, ich finde nur, dass LucasArts mit dem zweiten Teil sehr viel verbessert hat. Gerade auch die Special Edition des zweiten Teils ist unheimlich gelungen, während die zu Secret of Monkey Island... Ah, ich will nicht drüber reden. Nummer 6. Baphomets Fluch. Dieses Spiel hat das gesamte Genre auf eine neue Ebene gehievt. Neben handgezeichneten Hintergründen und weichen Animationen bot es auch einen orchestrierten Soundtrack und professionelle Sprecher. Dieses Spiel hatte bereits alles, was man heutzutage für ein gutes Adventure voraussetzen würde. Es war stärker auf die Geschichte und die Charaktere konzentriert als auf die Rätsel, und es hat funktioniert. Es gibt aber trotzdem immer noch viele knifflige Momente, die den Adventure-Fähigkeiten einiges abverlangen. Aber der Hauptfokus liegt auf der Jagd nach einem Mörder und der Suche nach einem alten Templerkult. Ich finde eigentlich nur den ersten Teil wirklich überragend. Der zweite war auch noch okay, ab dem dritten Teil ging es aber derart bergab, ich will besser nicht drüber sprechen. Daher schafft es Baphomets Fluch als einziger Teil der Serie in die Liste und landet auf Platz 6. Nummer 5. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Soweit ich mich erinnere, war dies das erste Point-and-Click-Adventure, das ich jemals gespielt habe. Und meiner Meinung nach ist es immer noch eins der besten. Die Story wird der Filmtrilogie sehr gerecht, im Gegensatz zu... Vor allem die Idee, Platos verlorenen Dialog als Informationsquelle reinzubringen, war super. Hat mich so ein bisschen an Henry Jones' Gralstagebuch aus dem dritten Film, meiner Meinung nach der beste, erinnert. Die drei Steine, die nötig sind, um den Weg nach Atlantis zu finden, sind ebenfalls eine kreative Idee. Das Spiel fühlt sich absolut wie Indiana Jones an. Man kann sogar die Peitsche recht oft einsetzen. Wir haben also eine klasse Handlung, spitzenmäßige Rätsel, schöne Locations, gute Dialoge, gelungene Charaktere, und meiner Meinung nach macht das ein herrliches Adventure, das jeder Fan des Genres gespielt haben sollte, bevor er sich sowas ansieht. Nummer 4. Sam & Max Hit the Road. Das Spiel ist total nervig, auf eine positive Art und Weise. Es scheint in den USA unserer Dimension zu spielen, aber es ist so falsch. Es ist lustig, es ist dämlich, es ist anarchisch, und was ich am tollsten finde, ist, wie die Protagonisten mit einer absoluten Selbstverständlichkeit durch die Spielwelt wandeln. Das gibt natürlich sehr viel Raum für abgedrehte Rätsel, dennoch beinhaltet es eine solide Detektivstory. Im Spiel gibt's haufenweise coole Sprüche und Catchphrases. Als ich es erstmals gespielt habe, war ich wohl noch zu jung, um den Gesamtkontext zu verstehen, und konnte noch nicht akzeptieren, dass dieses Spiel nicht ernst genommen werden darf. Trotzdem hat es einen großen Einfluss auf meinen heutigen Humor, und noch heute bediene ich mich regelmäßig Zitaten aus dem Spiel. Sam & Max Hit the Road ist ein ewiger Klassiker. Ich war auch sehr erfreut darüber, als ich hörte, dass Telltale die Serie erfolgreich weiterspinnt. Der Klassiker und das originellere Spiel ist aber Hit the Road und landet damit auf Platz 4. Die Bronzemedaille geht an Day of the Tentacle. Dieses Spiel ist so ähnlich wie Sam & Max, ich finde es aber einen Ticken besser. Kurze Zusammenfassung der Story: Verrückter Wissenschaftler erfindet zwei Wesen, genannt Tentakel, die er als Haustiere hält. Das eine Tentakel ist gut, das andere böse. Das böse Tentakel trinkt aus einer professionell verseuchten Abwasserquelle, daraufhin bekommt es Arme und will die Welt erobern. Der Wissenschaftler schickt also drei Studenten in Dixie-Klo-Zeitmaschinen zurück in die Vergangenheit, um die Matschmaschine im Gestern abzustellen. Wie könnte man sowas nicht zum Brüllen finden? Wie schon in Sam & Max ist auch dieses Spiel bunt und verrückt. Jede Person scheint total dämlich und abgedreht zu sein. Die Tatsache, dass das Spiel auf drei Zeitebenen spielt, gibt dem Spiel großartige Möglichkeiten für gute Rätsel, und das Spiel schöpft diese Möglichkeiten auch großzügig aus.
bleibt noch der sensationelle schwarze Humor, der aber sehr fair bleibt. Die Charaktere sind weder brutal noch zynisch, nur liebenswert und schusselig. Es ist für mich nicht das beste Point-and-Click-Adventure, aber wohl das lustigste Spiel aller Zeiten. Damit liegt es auf Platz 3. Apropos 3... Platz 2 geht an Monkey Island 3. Ich weiß, dass viele Leute den dritten Teil oft kritisiert haben. Ich verstehe nicht warum. Ich finde es den besten Teil der Serie. Versteht mich echt nicht falsch, ich finde auch den ersten Teil sehr gut. Ich glaube einfach nicht, dass es das tolle Über-Adventure ist. Es sieht gut aus, die Rätsel sind auch okay und es macht halbwegs Spaß zu spielen. Der erste Teil ist auch voll von guten Ideen, wie das Beleidigungsfechten, welches ich andererseits aber immer wieder als sehr zäh empfunden habe. Es ist ein schickes Spiel, aber meiner Meinung nach eben nicht das Beste. Es ist andererseits nicht der schlechteste Titel. Monkey Island 4 ist ein riesiger Haufen qualmender Kameldiarrhoe. Curse of Monkey Island hat dafür schöne Comic-Grafik, grandiosen Humor, sympathische Charaktere und einen wunderbaren Soundtrack. Außerdem liebe ich diese gruselige, aber dennoch angenehme Atmosphäre auf Blood Island. Den dritten Teil habe ich sehr oft genossen. Und abgesehen von den wenigen Dingen, die das Spiel nicht zu 100% richtig macht, ist es einfach nur ein sehr, sehr tolles Adventure. So, hier ist nochmal der Zwischenstand. Mann, das ist ja echt das meiste von LucasArts. Voll einseitig. Und jetzt kommt die Nummer 1 und Überraschung, es ist nicht von LucasArts. Toonstruck. In dieses Spiel habe ich mich echt schon nach wenigen Sekunden verliebt. Es fühlt sich an, als würde man einen abgedrehten Looney Tunes Cartoon spielen, die ich als Kind sehr mochte. Es gräbt an jedem Cartoon-Klischee rum und gerade in der ersten Hälfte des Spiels gibt es kaum einen Ort, an dem nicht irgendwas total Verrücktes abgeht. Weiterhin gibt es einen großen Haufen unvergesslicher Momente, wie zum Beispiel die, in der man einen Butler, der ein Fuß ist, in eine Falltür locken muss, oder die Szene, in der ein Hund und eine Katze ihre Scherzartikel aneinander ausprobieren. Ich könnte mir das echt den ganzen Tag anschauen. Auch sonst hat das Spiel sehr viele sehr gut ausgeklügelte Rätsel, die in das kunterbunte Universum wirklich gut reinpassen. Leider, leider war das Spiel ein echter Flop. Die Entwicklungszeit hat einige Jahre und viel Geld gekostet. Als es endlich fertig war, ist es gescheitert. Die geplante Fortsetzung kam nie raus. Ich verstehe den Misserfolg nicht. Dieses Spiel ist auf so viele Art und Weisen genial. Das Einzige, was ich an dem Spiel nicht mochte, ist Christopher Lloyd, der irgendwie total deplatziert wird. Man hat manchmal das Gefühl, als hätten die Macher einen Typen von der Straße geholt und in eine Blue Box gestellt. Ich nehme ihm die Rolle des gestrandeten Comiczeichners echt nicht ab. Eigentlich finde ich Lloyd einen begnadeten Schauspieler, gerade in schrulligen Rollen wie der des Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Es hätte für ihn eigentlich kein allzu großes Problem sein sollen, mal Block zu spielen. Nichtsdestotrotz, ich liebe Toonstruck, jede Spielminute ist ein Genuss für sich. Wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, probiert es auf jeden Fall aus. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Tschüss.